Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, in der es heute um die Frage von Ina aus Rosenheim geht, die verfolgt hat, dass wir am Montag im Koalitionsausschuss und anschließend dann die bayerische Staatsregierung am Dienstag im bayerischen Kabinett neue Beschlussfassungen zu Lockerungen bei den in Bayern geltenden Corona-Regeln auf den Weg gebracht haben. Die Ina will jetzt wissen, was einerseits beschlossen würde und stellt andererseits die Frage, ob wir Freien Wähler denn damit zufrieden wären. Ich gehe es vielleicht auch genau in dieser Reihenfolge an. Zunächst, was ist beschlossen worden? Dem Grunde nach haben wir uns innerhalb unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU darauf verständigt, zu zwei verschiedenen Daten unterschiedliche Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Das entspricht unserer Strategie, den Weg aus der Corona-Krise zurück in eine neue Normalität Stück für Stück, verantwortungsbewusst und ja mit dem jeweiligen Augenmaß schrittweise zu gehen. Zum einen haben wir uns darauf verständigt, mit Wirkung zum 17. Juni den Katastrophenfall in Bayern aufzuheben, unter dem Eindruck der, Gott sei Dank, dank der disziplinierten Mitwirkung der Menschen in Bayern rückläufigen Zahlen, also die Kaprizierung aller Entscheidungen auf den Katastrophenstab hier in München und die Katastrophenwirtschaft, die Katastrophenentscheidungstätigkeit nun wieder zurückzufahren, ja ein Stück weit an dieser Stelle wieder in den politischen, aber auch in den infrastrukturellen Normalbetrieb in den bayerischen Regionen, in unserer bayerischen Heimat zurückzukehren. Zum anderen konnten wir übereinkommen, dass wir auch in der Öffentlichkeit jetzt wieder Treffen mit bis zu 10 Menschen erlauben. Man ist also nicht mehr gezwungen, sich zu beschränken auf die eigene Kernfamilie, auf Zusammenkünfte von Menschen aus zwei Haushalten, sondern es ist jetzt wieder möglich, sich mit 10 Menschen in der Öffentlichkeit zu treffen. Nach meinem Dafürhalten ein ganz wichtiger Weg, ein ganz wichtiger Markstein zurück in eine neue Normalität, weil wir Menschen einfach doch vom sozialen Leben, vom wechselseitigen Austausch, vom Miteinander treffen, dass das jetzt wieder möglich wird, ist nach meinem Dafürhalten ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Darüber hinaus haben wir uns zu einem zweiten Datum, nämlich zum 22. Juni, auf eine ganze Reihe an Lockerungen verständigt. Wir sind übereingekommen, dass unsere Hallenbäder, unsere Thermen, die Wellnessbereiche in unseren bayerischen Hotels wieder öffnen dürfen. Eine ganz wichtige Entscheidung deshalb, weil das in Österreich und auch in anderen deutschen Bundesländern bereits vorher der Fall gewesen ist, sodass unsere bayerische Tourismuswirtschaft darunter in den letzten Tagen schon sehr gelitten hat, weil die Menschen dann ganz einfach ein paar Kilometer weiterfahren, die Wertschöpfung nicht mehr nach Bayern bringen, ja auch nicht mehr unsere schöne bayerische Heimat in ihrem Urlaub genießen können, sondern schlicht nach Österreich fahren, während unsere Tourismusbranche weiterhin unter den Corona-Einschränkungen gelitten hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Thermen, auch die Wellnessbereiche in den Hotels können wieder öffnen. Unsere bayerische Tourismusindustrie kann wieder zur Normalität zurückkehren. Wir haben uns darüber hinaus darauf verständigt, dass kaskadenhaft in einem nächsten Schritt die Sperrstunde in der Gastronomie, und zwar sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, von 22 Uhr auf 23 Uhr verlängert wird. Auch da noch keine völlige Rückkehr zum Normalbetrieb, doch aber eine weitere Annäherung in Richtung einer neuen Normalität, in Richtung der Normalität, wie wir sie vor Corona kannten. Auf den Verkaufsflächen unserer Einzelhändler dürfen jetzt wieder pro 10 Quadratmeter ein Kunde, ein Besucher sein. Auch das eine ganz wesentliche Erleichterung für unseren Einzelhandel und damit eine wichtige Entscheidung für unsere bayerische Wirtschaft, um die Konjunktur, um das Kaufverhalten der Menschen wieder in Gang zu setzen. Auch da also eine weitere Lockerung, noch nicht die Rückkehr zum Normalbetrieb, doch aber ein weiterer, ein deutlicher, ein großer Schritt in Richtung Normalität. In der Kunst und in der Kultur, eine Branche, ein gesellschaftlicher Teilbereich, der ganz massiv gelitten hat unter den Corona-Einschränkungen, können in Zukunft wieder 100 Besucher im Außenbereich an Veranstaltungen teilnehmen und 200 Besucher im Freien, 100 drinnen, 200 im Freien. Auch da wird also wieder Kleinkunst, wird wieder Kunst, wird wieder Kultur möglich. Ganz wichtig, damit es Kunst und Kultur auch nach Corona weiter gibt, damit diejenigen, die unter den bisherigen Einschränkungen zu leiden hatten, nicht in die Insolvenz müssen, nicht dauerhaft einem Berufsverbot unterliegen, das unweigerlich dazu führen würde, dass wir der bayerischen Kunst- und Kulturszene da mehr Knüppel zwischen die Beine werfen, als sie ertragen kann. Also auch hier ein erster Schritt wieder in die richtige Richtung der Lockerung. 100 Menschen
im Innenbereich 200 Menschen als Besucher im Freien erlaubt. Und so ähnlich geht es auch für die Veranstaltungen, für all die Vereinssitzungen, für die Hochzeiten. Dort dürfen ab dem 22. Juni jetzt wieder 50 Menschen im Innenbereich und 100 Menschen im Außenbereich zusammenkommen. Man kann also, wenn man sich gefunden hat in Bayern, dann auch wieder heiraten. Zwar unter Einschränkungen, aber doch mit der Familie, unter einigermaßen vernünftigen Rahmenbedingungen. Und auch unser so wichtiges Vereinsleben, unsere Veranstaltungen können da Schritt um Schritt jetzt mit diesem ersten Meilenstein wieder ihren Betrieb aufnehmen. Letztens, und das war ein Thema, das mir persönlich besonders wichtig gewesen ist, in den letzten Wochen sind wir auch übereingekommen, die Beschränkungen bei den Reisebussen aufzulösen. Wir sind übereingekommen, dass auch im Reisebusverkehr jetzt wieder das Gleiche gilt ab 22. Juni wie beispielsweise im ÖPNV. Das war deshalb besonders wichtig, weil da nahezu in jedem Bundesland andere Regeln galten und weil die Reiseveranstalter sich entscheiden konnten, ob sie sich bei der Durchführung ihrer Reisen an den Regeln des Startortes oder an den Regeln des Zielortes orientieren. Und das hat dann dazu geführt, dass viele Reisen eben nicht mehr nach Bayern geführt haben, von wegen Urlaub in Bayern, der Claim von uns als bayerischer Staatsregierung, sondern dass die Reiseveranstalter gesagt haben, dann fahren wir halt aus Bayern raus, dann können wir mehr Menschen mitnehmen, dann sitzen wieder 50 und nicht nur 12, 14 oder 16 Personen im Bus. Das war wichtig, das aufzuheben, auch weil jetzt wieder Gerechtigkeit herrscht zwischen dem Reisebusverkehr und den Regeln, die beispielsweise im Flugzeug, in der Bahn oder in den Fernbussen ja auch schon vorher gegolten haben. Zusammengefasst also ein wirklich großer Schritt diesmal seitens des Kabinetts vorvereinbart im Koalitionsausschuss, ein wirklich großer Schritt hinein in eine neue Normalität mit dem Coronavirus für die Zeit, bis endlich ein Impfstoff, bis endlich ein Medikament auf dem Markt ist, um diese Pandemie final zu überwinden. Und damit münde ich auch in meine Bewertung, in die Bewertung unserer Freie Wähler Regierungsfraktion, liebe Ina. Diese Bewertung, die fällt ausdrücklich und sehr, sehr positiv aus im Blick auf die Beschlüsse, die ich jetzt skizziert habe. Deshalb, und das ist auch die letzten Wochen in der Medienberichterstattung klar geworden, weil ganz viele der Punkte, die ich jetzt geschildert habe, Kernforderungen von uns Freien Wählern waren. Wir waren so ein bisschen eine Regierung der zwei Geschwindigkeiten über die Pfingstpause hinweg. Wir Freien Wähler, da mache ich aus dem Herzen keine Mördergrube, hätten uns an der einen oder anderen Stelle schnellere Lockerungen gewünscht. Und jetzt sind eben nach der Pfingstpause diese Entscheidungen auch konzentriert innerhalb unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU. Es geht jetzt einen großen Schritt zurück in die Normalität. Es wird insbesondere Kunst und Kultur wieder möglich und auch viele wettbewerbsverzerrende Einschränkungen zulasten unserer bayerischen Gastronomie, zulasten unserer bayerischen Wirtschaft des Einzelhandels, aber auch zulasten der Menschen in Bayern, Stichwort Hochzeiten und Vereinsleben, werden jetzt zurückgenommen. Also ein Schritt in die richtige Richtung, ein wichtiger Schritt, ein Schritt, der auch die Positionen von uns Freien Wählern als Teil der bayerischen Staatsregierung doch in einem sehr starken Maße aufnimmt und uns in unseren Forderungen bestätigt. Deshalb sind wir sehr zufrieden mit diesen Beschlussfassungen, sind auch froh, dass wir da gute Abstimmungen, gute Kompromisse mit unserem Koalitionspartner gefunden haben. Ich glaube, man kann sagen, die Bayern-Koalition, die bürgerliche Koalition aus Freien Wählern und CSU, die funktioniert nicht nur beim Weg in und durch die Krise, sondern sie ist auch die Benchmark der Krisenbewältigung beim Weg aus dieser Krise heraus. Und einen großen Schritt dafür haben wir mit den Entscheidungen dieser Woche gemacht. Jetzt gilt es verantwortungsvoll damit umzugehen. Jetzt gilt es weiterhin vor Augen zu haben, dass wir bestimmte Dinge wie den Abstand, wie die Masken beachten müssen. Das ist bisher unser einziger Schutz gegen das Virus, damit die Zahlen weiterhin so niedrig bleiben, sodass dann die nächsten Schritte in Richtung Normalität folgen können. Der Anfang ist gemacht. Ganz wichtige Entscheidungen, vor allen Dingen auch wichtige Signale an die Menschen in Bayern auf dem Weg in die neue Normalität. In diesem Sinne, wenn auch ihr eine Frage habt, postet sie unten in den Kommentaren. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.